wunderschönen guten Abend, also bei uns zumindest. Ich melde mich heute mal wieder ein bisschen Thema DJI Air 3. Habe ein paar weitere Testflüge gemacht, Fokus jetzt auf dem 70mm Objektiv, also alle Clips, die ich schon eingeblendet habe oder noch einblenden werde, sind mit dem 70mm. Wer auch noch mit dabei ist, übrigens natürlich immer meine wunderschöne Freundin, die Carina. Wieder zurück zu Hause, leider muss ich sagen, aber immerhin haben wir, finde ich, echt coole Videos mitgebracht. Ich habe mir das jetzt natürlich das erste Mal am großen Bildschirm angeschaut und ich muss echt sagen, ich finde die Aufnahmen wirklich cool, also meiner Meinung nach, ich meine, gerade natürlich in dieser Sunset-Stimmung, das ist einfach ein cooles Licht, aber die 70mm Objektiv, ja, Status jetzt würde ich sagen, war den Kauf der Drohne wert, aber wie seht ihr das Ganze? Lasst uns bitte gerne in die Kommentare wissen, habt ihr selbst schon getestet, gefallen euch die Aufnahmen, wie steht ihr dazu? Entschuldigt da bitte nur ein bisschen meine Flugkünste, nenne ich es einmal, denn A, es ist wirklich definitiv schwieriger mit 70mm relativ fein zu fliegen und B, was mir jetzt schon aufgefallen ist, die Objektmarkierung von Booten im Wasser, da kämpft die Drohne durchaus, also da habe ich ein paar Mal wirklich dann das Objekt verloren und bin dementsprechend dann manuell geflogen, dadurch leichte Hackler drinnen, soll natürlich jetzt aber kein fertiger Kinofilm sein, sondern einfach hoffentlich möglichst viele und aussagekräftige Aufnahmen, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Zusätzlich dazu, ihr kennt das Spiel ja schon, lasst bitte gerne ein Like da, das hilft dem Algorithmus sehr viel weiter und natürlich sowieso jederzeit gerne ein Abo, wenn ihr noch mehr über die Drohne oder generell Drohnen hören wollt oder was ich halt sonst auf dem Kanal habe. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch am Kanal wiedersehe und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und keep flying guys, ciao.